Leute, ich hab's verstanden. In der letzten Zeit habe ich mich ein bisschen zu sehr auf mein Freundschaft Plus Gerät, die Glock 17, versteift. Heute machen wir mal ein Remake des Videos Wie halte ich einen Revolver? Ja, auch ich habe einen Revolver, mal keinen Joghurt. Und darauf möchte ich nochmal ganz kurz eingehen. Ich hatte schon ein, zwei Videos mal zu meinen Anfängen meines YouTube-Kanals gemacht. Videoqualität und Tonqualität nicht ganz so das Gelbe vom Ei. Was bedeutet, ich mache für euch nochmal ein Remake, zumal dieses Thema neulich erst wieder aufgekommen war. Ein Revolver halten wir grundsätzlich ein ganz, ganz kleines wenig anders als eine Pistole. Wo wir ja wissen, eine Pistole im Normalfall, moderne Halteweise, ist ja nicht so oder so, sondern wir halten sie mit dem Daumen nach vorne Griff. Das ist ja der Weg, wie wir das ja jetzt gelernt haben, eine Pistole zu halten. Bei einem Revolver funktioniert das nicht. Und zwar aus technischen Gründen und aus gesundheitlichen Gründen nicht. Diese technischen und gesundheitlichen Gründe liegen in dem sogenannten Trommelspalt. Der Trommelspalt ist dieser Bereich hier zwischen Trommel und Laufkonus. Auch wenn das jetzt aussieht, als wäre das geschlossen, das ist offen. Und Feuer bahnt sich seinen Weg, genauso wie heiße Gase. Wenn ich jetzt mit einer Schlappladung schieße, zum Beispiel 38er Wide Cutter. Da ist nicht viel Bums dahinter, da kriege ich ein paar Bleispreisel ab. Ja. Aber wenn ich hier jetzt einen Daumen nach vorne Griff machen würde, wo ist denn hier in dem Moment mein Daumen, je nach Handlänge? Ja. Der wäre quasi direkt unter diesem Trommelspalt. Und gebe ich einen Schuss ab mit einer heißen 357er Ladung, dann tut das hier am Daumen richtig böse Aua machen. Deshalb halten wir den Revolver ein ganz klein wenig anders als die Pistole. Nämlich wir nehmen hier die Methode Daumen über Kreuz. Und das sieht von der Seite letzten Endes so aus. Das heißt, wir halten den Revolver, halten wir mit der Schusshand entsprechend fest. Wie gehabt auch alle schön mittig, wie sich das gehört. Nehmen unsere Stützhand und legen die Daumen hier über Kreuz. Damit habe ich einen vernünftig stabilen Griff. Und jetzt kommt der eigentliche Clou, das machen viele, machen das nicht. Ich habe die Möglichkeit, mit meiner Stützhand die Waffe zu manipulieren, das heißt, den Hahn zu spannen. Wenn ich mit meiner Stützhand den Hahn spanne, habe ich den Vorteil, ich gehe mit meiner Schusshand nicht aus meinem stabilen Griff raus. Jedes Mal, wenn ich jetzt, sage ich mal, meinen Daumen von der Schusshand nehmen würde, um den Hahn zu spannen, löse ich meinen Griff und verliere dadurch gegebenenfalls Kontrolle. Ich muss meinen Griff erneut nachjustieren. Gehe ich aber hin und lasse diese Manipulation, sprich das Spannen mit der Stützhand erfolgen, gehe ich nur mit meinem Daumen hier hoch und spanne und meine eigentliche Schusshand, die starke Hand, bleibt an der Waffe im Griff. So, ich lade jetzt mal einen Schwung Pulverpatronen mit meinem HKS Speedloader. Nur, dass ich jetzt ein bisschen trocken abschlagen kann. Wie gesagt, wir nehmen jetzt, wie gehabt, Daumen über Kreuz. Wie gesagt, Manipulation mit links, beziehungsweise mit der Stützhand. Bist du Linkshänder, machst du das dann natürlich mit der rechten. So, Fingerpositionierung, genau wie bei der Pistole. Letztes Fingerglied von vorne gesehen, parallel zur Waffe in Schussrichtung und wir bewegen den Abzug gleichmäßig und gerade nach hinten. Und dann ist das egal, ob ich Single Action schieße oder ob ich Double Action schieße. Immer die geradlinige Bewegung. Und die Treffer sollten, so Gott es will, im Zentrum liegen. Wie gesagt, im Vergleich zur Pistole gehen wir nicht mit dem Daumen nach vorne, sondern hier gehen wir Daumen über Kreuz. So halte ich zumindest einen Revolver und mit meinem Schmidt und Wesson Modell 66 Combat Magnum funktioniert das eigentlich ganz gut.